So, herzlich willkommen zum zweiten Let's Play von Devious Dungeon. So, hier sind wir wieder. Na klar, der Ritter hat dieselbe Krone wie der Herrscher, nur schräg. Soll ja ein goldener Helm darstellen. So, auf jeden Fall geht's weiter. Das erste Let's Play haben wir ja vor uns mit dem ersten Endgegner. Und jetzt kommt der zweite Endgegner. Also wir haben jetzt sofort diese Welten. Das sind immer drei Episoden immer. Bis hier sind wir jetzt gekommen, bis zum ersten Boss. Und jetzt geht's ab der 14. weiter und geht dann wieder bis zu dem Boss. Im dritten Let's Play geht's dann von hier bis hier. Im vierten das hier und im fünften das hier. So. Und jetzt geht's erstmal hier los. So, von der 14. und aufwärts. Dann sehen wir, was uns hier noch für Geheimwege uns noch begegnen. Das hier oben sah auch schon wieder verdächtig aus. Nee. So, das geht nur so schnell, weil ich ja den starken Charakter habe. Damit ich das auch gut in der Zeit schaffe. Mit dem war ich auch schon mal durchgewesen. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Schlüssel suchen. Boah. Der Controller klappert zwar ein bisschen doller, es liegt daran, weil ich das Mikrofon ziemlich hier dicht habe und das ist so ein kleines Lavalier-Mikrofon und deswegen hört man immer das Klicken, das ist nur vom Controller. Da scheint irgendwas. Ach, da ist doch was. Ja. Eine goldene Truhe sogar. Da sind schon mal drei oder vier Schätze drin gewesen. Ja. Hier war ich noch Platz, so. Relativ cool gemacht, gemacht das Spiel hier. Ja. So. Ich finde die wieso geil. So eine neuen Spieler, aber als Retro gemacht. Weil die verbrauchen nicht so viel Speicher auf der Festplatte, das hat schon mal einen Vorteil. Und durch die HDMI-Wiedergabe wirkt das Bild auch nicht matschig. Es war pixelig, aber nicht matschig. Das ist das Coole. Ah, da unten ist ja das Ziel. So. Die Nachbarn sind mal wieder ein bisschen lauter. So. Zack, zack. Das wirkt ja schon fast wie ein Speedrun, ey. Aber es ist ganz, ganz normales Spielen. Das soll ja nur so sein, damit ihr ungefähr wisst, um was es hier geht. Eine wirkliche Geschichte hat das Spiel auch nicht. Wenn es eine richtige Geschichte hätte, dann wäre ich auch nicht. Dann hätte ich auch richtig alles nochmal gemacht. Ja, hier ist was. Zack. Ein Level. Den Punkt erstmal auf dem Angriff wieder gepackt. Für die Endgegner, das, die brauchen ja noch ein paar Treffer. So, erste Abteil geschafft. Ah, ah ja, wegen dem Level war ich ja komplett voll. Das ist das Coole da dran, ne? Oh.
die wollen schon zwei Treffer. Zack. Ah ja. Jetzt kommen die Gegner, wo ich noch eine Mission machen kann. Eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegen. Das sieht man hier unten. In der Mitte der mit seinem Wolf. Slywolf Rider. Also der taucht schon mal hier auf. Der Schlüssel fehlt mir. Ah, sehr schön. Na, weißt du, wie viele Level man hier überhaupt machen kann? Durch die Monster gibt es ja kaum noch Erfahrung. Auch am Anfang hat man durch Monster kaum was bekommen. Aber später, wenn man fast durch ist wieder, ist auch kaum Erfahrung. Ah, dann da ist der Schlüssel schon mal. Von den Henkern oder was es sein soll. Ah! Eine von den sichtbaren Truhen war das. Da ist schon mal das Ziel. Schaden machen die Viecher noch ordentlich hier. Da ist schon mal der Schlüssel dann da. Autsch. So, die nächste Episode. So. Da ist schon mal das Ziel wieder. Ah, da oben ist der Schlüssel. Gucken, ob da oben noch ein Geheimwacke ist. Ne, hat sich... war leider doch keiner da. Wenn uns 20 zu schauen. Was ich auch mal später noch auf jeden Fall noch machen werde, ist Beast Quest für die 4. Für die PlayStation 4 das Beast Quest. Das ist auch hammergeil.
Das Ding habe ich aber noch nicht auf Platin gekriegt, sondern das ist irgendwas in der 70% oder so. Klar, eine Mission erfüllt. Bestimmte Anzahl von diesen Wolfsrittern, was es sein soll, besiegen. Es dürfte eine neue Mission dazu gekommen sein. Ja, sieben Truhen knacken. Der ging diesmal ziemlich schnell, der Schlüssel. Ne, da ging es nicht durch. Ja, zweimal gleich mal denselben Gegner hier. Ziel muss irgendwo hier sein. So, erstmal wieder aufladen. Ich glaube, ein Kapitel gucken noch und dann kommt der Endgegner. Ja. Zack, die nächste Mission erfüllt. Jetzt nicht weiter. Der Schlüssel ist hier oben irgendwo drin. Ne, hier ist er auch nicht, der ist da unten. Ja, da ist er doch. Sehen, ob das Gold über 10.000 geht. Krank der kommt mal 5 KP zurück. Ach, der Schlüssel. Ja, ein geiler Gang. Hier war nichts. Und wieder ein geiler Gang. Ah, dann suchen wir wieder 4 Juwelen. Schlüssel. Noch mal ein paar Juwelen. Na klar, war doch auf deiner Seite. Zack. Ja,
Ja, jetzt dürfte der zweite Gegner kommen. Ja, da ist ja das Auge. Das ist am einfachsten. Einfach hier stehen bleiben und dann muss man. Am Anfang muss man natürlich ausweichen. Wenn man noch nicht so stark ist, muss man den ausweichen, wenn er Attacken macht. Ja, dann geht man. Zack. Wenn man jetzt hier reingehen würde, dann würde man zum nächsten. Komm, erstmal aufladen da. Mal speichern. Dann geht man auf Beenden. So. Ah, geht über 10.000. So, und dann sehen wir uns genau an der Stelle wieder. Dann spielen wir dann zum dritten Gegner. So, und tschüss, bis zum nächsten Mal.